Ich bin heute bei Marco Richter zu Gast. Er ist Co-Gründer von Wealthpilot. Man sieht es hinter uns. Über was werden wir reden, Marco? Ich vermute, dass wir uns über mein Buch unterhalten. Du bist reicher, als du denkst. Dass du wahrscheinlich nachfragen wirst, was ich da mit meiner Masterthesis damals herausgefunden habe. Financial Planning für Profisportler. Ja, was ist der Unterschied bei den Profifußball? Mit spannenden Ergebnissen bestimmt. Genau. Und was mich nach 20 Jahren in der Bank dazu bewogen hat, ein Softwareunternehmen mitzugründen. Mhm. Ich denke, das wird einer der Themen sein. Ja. Bleib dran. Herzlich willkommen, Marco Richter, zu einem spannenden Interview. Ich habe ein paar Sachen über dich vorbereitet, die erzähle ich jetzt mal kurz und dann gehen wir auf die einzelnen Fragen ein. Marco Richter, 39 Jahre alt, richtig? Richtig. Sehr gut, gut recherchiert. Du warst Investmentberater bei der Deutschen Bank, danach warst du Vermögensberater bei der Bethmann Bank, die, glaube ich, für Dresdner Bank mittlerweile gehört. Die Bethmann Bank gehört zur ABN AMRO. Ah, okay, gut, falsch. Dann Abteilungsdirektor bei der Commerzbank für Wealth Management und du hattest dort besondere Kunden, die du betreut hast. Richtig. Heute hast du ein Startup, bei dem sitzen wir hier gerade in München und hast ein Buch geschrieben und noch was Spannendes, zweites, auf das gehen wir nachher ein. Und du hast eine Auszeichnung vom Verband der Finanzplaner bekommen. Du bist ausgezeichnet worden von NTV und Focus Money. Und 2017 hast du das Startup hier Wealthpilot mitgegründet und das Buch habe ich gerade schon angesprochen. Wunderbar. Richtig. Sehr schön. Wunderbar, dann starten wir mal direkt. Kurze Frage, also wir gehen nachher auf das Startup später mal separat ein. Nur mal so die erste Frage, was ist denn Wealthpilot? Ja, wir sind eine Plattform, wo Privatkunden ihr Vermögen komplett konsolidieren können. Und zwar egal, bei welchen Banken sie haben, Versicherungen, Immobilien. Und sodass man eben Übersicht und Kontrolle über sein Vermögen bekommt. Mhm. Entsprechende Entscheidungsgrundlagen für jedwede Finanzentscheidung. Das heißt also eine Plattform für Endkunden, aber wir richten uns nicht unmittelbar an Endkunden, sondern wir richten uns an Berater, unabhängige Berater, Vermögensverwalter, Banken, die ihre Endkunden optimal beraten wollen und die statten wir eben entsprechend mit der Software aus. Wir verstehen uns als Technologieunternehmen. Also ihr macht quasi eine Software, die einerseits für Privatkunden ist, richtig, einerseits quasi für Kundenberater in einer Bank und für Vermögensverwalter direkt, oder? Vollkommen richtig. Super. Mein Neudeutsch sagt man B2B2C, ja, okay. Also vom Berater zum Endkunden, aber wir adressieren als Kunden, also unsere Kunden sind die Berater oder die Beratungsunternehmen und die wiederum beraten Privatkunden und das eben ganzheitlich mit Wealthpilot. Okay, wir gehen später nochmal auf Startup im Detail ein. Das war nur mal eine Frage, dass man so den Zusammenhang ein bisschen versteht. Mhm. Wie hast du früher das Geld deiner Kunden angelegt? Anders wie heute? Ja, insofern anders, als dass ich heute das Geld meiner Kunden nicht mehr anlege. Ja. Da ich mich ja irgendwann entscheiden musste, bleibe ich weiter Berater, die ich 20 Jahre sehr gerne war, oder kümmere ich mich jetzt als einer der Mitgründer von Wealthpilot dem Unternehmensaufbau und der Weiterentwicklung. Und da war der gute Rat von Freunden, die gesagt haben, Marco, von jedem die Energie ist endlich. Der Tag hat ja bekanntlich nur 24 Stunden. Auch du musst dich entscheiden, was du machst. Und so habe ich mich für die Rolle als Softwareunternehmer entschieden und berate daher keine Kunden mehr persönlich. Und warum bist du überhaupt weg von den Banken? Das ist eine sehr spannende Frage. Mhm. Allein die füllt wahrscheinlich eine Stunde. Locker, genau. Können wir uns lange drüber unterhalten. Eines muss ich immer vorwegschicken. Ich hatte eine sehr gute Zeit in der Bank. Ich bin Berater aus Leidenschaft gewesen und hatte eine gute Zeit. Und das heißt, ich würde eigentlich sagen, dass ich von den Banken weggegangen bin, im Sinne von, ich habe ihnen den Rücken gekehrt, sondern ich habe die Opportunität gesehen, dass ich als Unternehmer meine Fähigkeiten besser zur Entfaltung bringen kann. Und so habe ich eine Opportunität ergriffen. Und das macht natürlich ungleich mehr Spaß, als Unternehmer etwas unternehmen zu können. Ja, viel freier in der in Entscheidung und in dem Weg, den man geht. Genau. Ja. Aber es ist auch kein einfacher Weg. Ich meine, ich habe es auch mal gemacht, vom Beamten zum Unternehmer. Ja. Ja. Es ist schon nicht ein Schritt aus einer festen Struktur, die einem vorgegeben ist, die ja auch Vorteile hat, ja, in so eine alles frei entscheidende Sphäre reinzugehen. Ja. Das ist schon eine große Herausforderung. Da hätten wir jetzt auch wieder ein Thema, über das wir uns eine Stunde unterhalten können. Aber das sage ich auch immer gerne, das ist so ein bisschen so wie beim Kinderbekommen. Also wir haben zwei kleine Kinder und wir sind glücklich mit unseren zwei kleinen Kindern. Aber da weiß man ja auch im Vorhinein nicht so ganz genau, was einen erwartet. Man sagt, okay, das
ist der Weg. Wir wollen eine Familie gründen und die schlaflosen Nächte, die hat man ja zuvor noch nicht erlebt. Ja. Ja. Aber das macht eben das, das Familienleben jetzt nicht deshalb minder wertvoll, ja? Sondern es gehört einfach dazu. Mhm. Und so ist es eben beim Unternehmersein oder beim Unternehmerwerden eben auch. Man weiß im Vorhinein nicht so ganz genau, was auf einen zukommt. Man muss auch wirklich sagen, das ist schon eine richtige Nummer, ein Unternehmen zu gründen, ein Startup. Ich meine, wir kennen alle die Ratio von 10 Unternehmensgründungen, kommen 9 nicht durch, wenn ich mal so sprechen darf, dass das Glas halb leer ist. Und nur ein, vielleicht 2 schaffen es. Und bei uns war von Beginn an der Anspruch, dass wir eines dieser Unternehmen sind, die weiterkommen. Und an der Stelle würde ich ganz gerne so ein bisschen das Intro revidieren, da wir uns selber nicht mehr als Startups sehen. Ab einem gewissen Punkt hat man einen Reifegrad, wo man diesem Startup-Sein entwächst. Ja. Und klar, jeder beginnt als Startup. Auch Apple, auch Google sind als Startup gegründet. Also mit denen wäre es vermessen, dass wir uns mit denen vergleichen. Aber irgendwann wird aus so einem Startup eben so wie bei den Kindern. Irgendwann lernen sie laufen. Lernen sie laufen, ja. Ja. Und deshalb würde ich heute davon sprechen, dass wir kein Startup sind, sondern dem Stadium entwachsen sind. Ich finde, Startup klingt auch immer so ein bisschen nach irgendwie so kreatives Chaos. Also irgendwie mal gucken, was passiert. So ein bisschen halt so dieses Wort Startup irgendwie auch. Und so wie wir gerade im Vorfeld gesprochen haben, ihr habt hier irgendwie Scrum, das ihr benutzt mit Jira, Projektverwaltung. Und das klingt schon alles sehr professionell, strukturiert und nicht dem Zufall überlassen. Ich finde, das unterscheidet so ein bisschen jetzt die Firma in dem Fall von einem Startup in meinen Augen. Ja, ganz definitiv. Also ich meine, wenn man sich die Umfragen anschaut, was wollen zum Beispiel die Studienabsolventen heute werden? Ja, früher stand da Investmentbanking oder andere tolle Berufe und heute steht dort, dass man Unternehmen gründen will. Das ist doch toll, dass, wir dort ein neues Bewusstsein haben, dass Unternehmertum heute eine große Anziehungskraft hat. Aber natürlich gleichwohl verbindet man mit dem Unternehmertum und gerade mit Startup natürlich Partys, irgendwie Tischkicker, ja, der darf übrigens nie fehlen. Genau, ja. Genau. Aber, und das ist, hat natürlich immer so ein bisschen was, und da möchte ich jetzt wirklich keinem zu nahe treten, so ein bisschen was von etwas wenig Fokussiertem. Und daraus können trotzdem erfolgreiche Unternehmen erwachsen. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig in dem, was ich sage. Aber ich denke doch, dass es eine hohe Korrelation gibt, also ein Zusammenhang zwischen Fleiß, fokussiert sein, priorisieren, das geht mit der Fokussierung einher, und dann eben das Richtige konsequent zu tun. Und das bringt einen dann eben in der Regel weiter. Die Chancen sind auf jeden Fall größer. Definitiv. Ja. Wie sieht, nochmal um auf das Thema Vermögen zurückzukommen, wie sieht denn eine gute Vermögensaufteilung aus? Also ich meine, das macht ja letztendlich eure Software, dass die nicht jetzt mir vorschlägt, was ich tun soll, sondern einfach strukturiert mir aufzeigt wahrscheinlich, wie mein Zustand ist. Also wie sieht denn eine gute Vermögensaufteilung aus? Das ist übrigens sehr interessant, weil das ist eine Frage, die ist sehr nah an meiner Lieblingsfrage. Denn als Banker wurde ich immer gefragt, Marco, wie legt man denn heute Geld an? Und warum ist das meine Lieblingsfrage? Weil ich sage, da gibt es eine Weichenstellung zwischen einem guten Berater und einem Verkäufer. Weil der Verkäufer, der kommt wie aus der Pistole geschossen mit einem Produkt. Ja. Er fragt nicht nach, weil du hast nach einer Vermögensstruktur gefragt. Da müssten aber noch viele, viele weitere Fragen gestellt werden. Zum Beispiel? Nö, da geht es um die Frage zum Beispiel von Risiko. Ja? Wie, welches Risiko lässt dich noch ruhig schlafen? In Klammern, wie viel Risiko brauchst du, um Ziele zu erreichen? Wie viel Risiko kannst du verkraften? Auch ganz, ganz objektiv. Wie sind deine Anlagen strukturiert? Welche Ziele hast du? Und diese Verbindung eben zwischen deinen Zielen und deinem Status quo im Vermögen beziehungsweise deiner Sparfähigkeit, dieses vernetzte Denken, das dabei erforderlich ist, zeichnet aus meiner Sicht einen guten Berater aus. Und deshalb kann man keine pauschale Antwort auf die Frage geben, wie eine gute Vermögensstruktur ausschaut, weil die Vermögensstruktur, die für dich passt,
die kann für dich passend sein, aber eben für mich unpassend, weil ich eine andere... Also alt ist immer so das einfachste Beispiel, ist natürlich unterschiedlich, da kann man es gut festmachen, bist du 20 oder bist du 70, ja, ist die Struktur eine andere. Aber jeder sagt ja auch, ich halte viel Risiko aus. Tatsächlich, wenn mal die Börsen um 30% nach unten gehen, dann kriegen die meisten halt Panik. Also deswegen ist es schon was sehr Individuelles, da hast du recht. Definitiv, aber das ist am Ende des Tages auch nur eine Daumenregel, weil das ist ein Einflussfaktor. Mhm. Ja? Und da merkst du, wie ich antworte, dass es darauf ankommt, viel, viel mehr Informationen zu sammeln, diese vielen Informationen in ihrer Vernetztheit berücksichtigen zu können, daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und dann entsprechende Empfehlungen zu geben. Ich habe jetzt interessanterweise diese Woche einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema Finanzplanung Quo Vadis. Und da ziehe ich zum Beispiel den Vergleich mit einem Arzt. Wenn ich zu einem Arzt gehe und lasse ein großes Blutbild erstellen, dann bekomme ich am Ende ganz, ganz viele Ergebnisse. Natürlich könnte ich zu jedem einzelnen Ergebnis oder zu einem einzelnen Wert, könnte ich in Google recherchieren und gucken, naja, wo ist denn eigentlich der grüne Bereich bzw. wo es rot wird. Das wäre ja noch leicht. Der Punkt ist nur der, aus 2, 3, 4 Werten in Kombination die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, dafür brauche ich in der Regel den Experten. Und das zeichnet eben einen guten Berater aus, dass er fragt, viele Fragen stellt und in der Lage ist, diese Fragen dann auch die Antworten daraus richtig zu interpretieren. Super, sehr gut. Wir gehen jetzt mal auf so ein paar einzelne, ich nenne es mal Finanzprodukte, hört sich jetzt falsch an, aber Finanzthemen ein, wo ich einfach mal gerne wissen würde, was du davon hältst. Das eine ist ETF. Einfach was so von einem Standard-ETF, der einen Index nachbildet, was hältst du davon? Irgendwie, in dem Moment, wo du die Frage ansetzt, war klar, dass eigentlich so als erste, zweite oder dritte, wenn ich sagen darf, der ETF kommt. Der darf nicht fehlen. Genau. Ja? Und zwar aus meiner Sicht nicht deshalb, weil es eine Mode ist, sondern weil es seine Berechtigung hat. Ja? Lichtweg die Frage, wenn ich zum Beispiel in einen Markt investieren möchte, ich möchte den DAX abbilden in meinem Portfolio, ich möchte den MSCI World oder S&P 500, da gibt ja heute auf alles im Prinzip ETFs oder Vehikel, Instrumente, dann geht es auch um die Frage, nehme ich mir jetzt etwas, was 1:1 einfach den Markt abbildet oder engagiere ich einen aktiven Manager, der mir einen Vorteil bringt, weil er in dem Markt eine bessere Rendite erwirtschaftet oder bei einer gleichbleibenden Rendite weniger Risiko einnimmt. Mhm. Das ist ja die Frage zwischen ETF oder aktive Managen. Genau. So, und das füllt ja ganze Bibliotheken mittlerweile. Aber die Antworten, ich habe das in meinem Buch sehr dezidiert beschrieben, liegt sehr, sehr nah. Ich bin großer Freund von ETFs, um gleich vorwegzunehmen, weil es für einen Asset Manager unglaublich schwer ist, einen Markt zu schlagen. Weil er ist per se auf der Kostenseite immer erstmal im Nachteil und er muss diesen Kostennachteil ausgleichen. Und er muss es halt dauerhaft besser sein. Und wenn man sich einfach mit den Studien beschäftigt, mit den harten Zahlen, dann kommt man eben zu der Erkenntnis, dass in den meisten Fällen die aktiven Manager es nicht schaffen, nachhaltig den Markt zu schlagen. Und wenn das die Erkenntnis ist, die ich aus vielfältigen Studien gewinnen kann, ja, warum sollte ich denn dann in was anderes investieren als in ein ETF? Und das ist der Grund, warum wir in den letzten Jahren so einen Aufschwung bei den ETFs hatten. Ja? Und wenn ich das noch ganz kurz präzisieren darf, weil ich keinem Asset Manager jetzt allzu sehr zu nahe treten möchte, effiziente Märkte, also wir sprechen von Märkten wie den DAX zum Beispiel, wo grundsätzlich mal alle Informationen allen Leuten zur Verfügung stehen. Oder den amerikanischen Aktienmarkt. Da ist es einfach unglaublich schwer mit einem Meer an Informationen, weil es dieses Meer an Informationen per se eigentlich nicht gibt, eine Outperformance, eine Mehrrendite zu schaffen. Das kann in weniger effizienten Märkten, Schwellenländer, wie vielleicht auch irgendwelche Themen anders aussehen. Ja. Deshalb würde ich mich, wenn ich in Märkte investiere, würde ich mich in die effizienten, wie gerade skizziert, würde ich mich immer auf ETFs fokussieren. Okay, sehr gut.
Zum Thema Aktienfonds brauche ich jetzt gar nicht fragen, weil die Frage haben wir quasi direkt jetzt schon beantwortet bekommen. Mhm. Also es, im Sinne, es kommt eigentlich drauf an. Also mhm. als Fazit kann man sagen, in effizienten Märkten ist ein ETF eine sehr gute Wahl. Genau. Und in Märkten, die nicht effizient sind, also wo man wirklich auch einen Informationsvorteil erwirtschaften kann, also erlangen kann, macht Sinn, in einen aktiv gemanagten Fonds zu gehen. So kann man es zusammenfassen, ganz definitiv. Also nehmen wir Schwellenländer. Ja. Ja. Schwellenländer-Indizes haben oft das Problem, dass sie sehr stark dominiert sind von einzelnen Branchen, oft Finanzbranchen zum Beispiel. Mhm. So, dann hat man automatisch, wenn ich in den Markt, in das Land investieren möchte, hat man automatisch eine sehr, sehr starke exponiert sein einzelner Branchen. Ja. Da macht es vielleicht aus den Gründen Sinn, einen aktiven Manager zu engagieren, der gepaart mit einer lokalen Expertise eben hier einen Mehrwert stiftet. Ja. Das heißt, deshalb möchte ich hier nicht in Bausch und Bogen quasi die Asset Manager diskreditieren. Darum geht es gar nicht. Es geht um ein Zusammenspiel zwischen den Instrumenten. Mhm. Ja? Und es geht dann übrigens darauf aufbauend um ein Managen der jeweiligen ETF-Strategien. Mhm. Ja. Thema Immobilien. Was hältst du von Immobilien? Also ich meine jetzt keine Immobilienfonds, sondern ich meine jetzt Einzelimmobilien als Thema. Boah, das ist aber auch eine Frage, wo man sehr, sehr viel antworten kann. Können wir auch eine Stunde für machen. Ja, locker, aber also erstmal, eine Immobilie hat ja einen unterschiedlichen Zweck. Ja? Mhm. Eine eigengenutzte Immobilie schaffe ich mir in der Regel aus einer anderen Investitionsentscheidung heraus an, als die Kapitalanlage. Ja, richtig. Ich denke, kaum eine Anlageklasse ist so emotional auch tangiert wie Immobilien. Ich will ein kurzes Beispiel machen. Ich habe ja Private Real Estate Management studiert an der EBS als Teil meines Masterstudiums. Mhm. Und ich hatte einen ganz, ganz tollen Dozent, der bei einem Dienstleister den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als Immobilieninvestitionsentscheidungen vorzubereiten, okay, beziehungsweise zu kontrollen, nachdem die Entscheidung getroffen wurde. Und mit demselben Ansatz, hat er dann erzählt, ist er auch an die Frage herangetreten, sollte er zum Beispiel privat eine Immobilie kaufen oder nicht. Und das Tolle war, ich sehe auch noch, wie er da lachend vor uns stand, wie er sagte, irgendwann war er die ganzen Excel-Listen leid, und hat einfach die Immobilie gekauft, die er mit dem Herzen kaufen wollte. Mhm. Und er sagte, das war die beste Entscheidung seines Lebens. Und das drückt aus meiner Sicht so sehr aus, wie unterschiedlich eben die Investitionsentscheidung sein kann. Bei einer kapitalgenutzten, also einer vermieteten Immobilie, da ist es am Ende des Tages eine Investitionsentscheidung. Die kann ich rechnen, da kann ich Optimierungspotenzial identifizieren. Ist aber trotzdem noch emotional, zum Beispiel, wenn jemand hast, der die Miete nicht zahlt und so weiter. Also da kommen als Vermieter auch emotionale Themen da rein, die du woanders nicht hast. Gleichwohl. Mhm. Das ist der eine Strang quasi. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich die selbstgenutzte Immobilie. Und die selbstgenutzte Immobilie kauft man in der Regel mit dem Herzen. Ja. Und deshalb kann man nicht so pauschal sagen, wie steht man zu einer Immobilie. Ja? Mhm. Deshalb muss man da auch da wieder differenziert vorgehen. Ich glaube, wenn du in Immobilien investierst, brauchst du auch eine gewisse Größe, damit du nicht ein Klumpenrisiko hast von einer vermieteten Wohnung zum Beispiel. Weil dann ist meistens ja das gesamte Vermögen, was man hat, als Anzahlung, als Eigenkapital, in dieser einen Wohnung drin zum Beispiel, die man vermietet. Und damit bist du nicht auch wieder sehr, sehr stark fokussiert auf dieses Thema und auf diese Risiken daraus. Ganz definitiv. Mhm. Ich meine, das ist bei den meisten Menschen die Investitionsentscheidung mit der größten Tragweite. Ja, genau. Man kann jetzt in dem Moment, denke ich, so ein bisschen, wenn ich meine Altersvorsorge zum Beispiel anhand gehe, ist es auch eine Entscheidung mit großer Tragweite. Wenn ich mich entscheide zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung, ist es auch eine Entscheidung mit einer großen Tragweite. Aber mal jetzt rein, was mal die Einmalanlage, da ist sicherlich die selbstgenutzte Immobilie die Entscheidung mit der größten finanziellen Tragweite. Das Sparbuch ist meine nächste Frage. Was hältst du vom Sparbuch? Tja, was halte ich vom Sparbuch? Das Sparbuch macht uns ja allen gerade das größte Problem, weil das, was das Sparbuch in der Vergangenheit war, ist das Tagesgeldkonto von heute. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt etwa 10 Jahre Niedrigzinsphase, wo quasi keine Zinsen gezahlt werden, aber die Inflationsrate, auch wenn sie niedrig ist, jedes Jahr voranschreitet.
Das heißt, wir haben eine permanent voranschreitende, reale Entwertung des Vermögens der Anleger. Mhm. Wenn ich mir die Bundesbankstatistik anschaue, wie denn das Finanzvermögen der Bundesbürger sich entwickelt, sieht man, dass auf erschreckende Art und Weise die Spareinlagen, Sichtanlagen steigt, worunter zu subsumieren ist, das Girokonto, viele mittlerweile sagen, es macht doch gar keinen Unterschied mehr, lege das Geld im Girokonto, Sparbuch, Tagesgeld ist doch eigentlich nur noch quasi eine, naja, ich habe es im Girokonto, von dem, genau. Genau, aber das Ergebnis ist dasselbe. Ja. Und das ist eine erschreckende Erkenntnis, dass das eben steigt und einfach auch aus dem Frust heraus, in der Vergangenheit zum Beispiel am Kapitalmarkt schlechte Erfahrungen zu machen, aus Unwissen heraus. Und das ist ein wirklich großes Problem. Weil ich frage nämlich deswegen, also nicht, weil ich ein Sparbuch als Tolles empfinde, du natürlich auch nicht, aber es liegen ja unglaubliche Summen auf diesen, sage ich mal, Sichteinlagen, Sparbuch, Tagesgeld und Girokonto. Aber die Leute machen aus welchem Grund auch immer nicht diesen Schritt irgendwo sagen, ich investiere es in irgendeiner Form weiter. Ja, und das ist, deshalb sage ich, das ist einer der größten Probleme, die wir in der Gesellschaft, würde jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch greifen, aber in der Finanzwirtschaft haben. Mhm. Weil mit dem Geld kann keiner was anfangen. Mhm. Auch die Banken wollen das Geld ja loswerden. Die Banken müssen dieses Geld bei der EZB zu Negativzinsen, also sie parken das Geld und müssen Geld dafür zahlen, dass sie da parken dürfen, quasi abladen. Ich will wirklich echt von Abladen sprechen, im Sinne von fast wie Müllkippe. Also im Sinne von, das hört sich, wie verrückt ist das? Sie wollen es einfach nicht. Despektierlich quasi dem Geld gegenüber. Das wir uns da nicht falsch verstehen, weil wir, aber, und wir haben da ein Geldproblem. Und es hat natürlich, das Problem geht ja noch viel weiter, weil der gemeine Sparer zum Beispiel lässt sein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen. Er wird jedes Jahr weiter entwertet. Professionelle Anleger, so wie ich es in den letzten Jahren ja bei den Banken begleitet habe, investieren ihr Geld am Aktienmarkt, investieren ihr Geld in Unternehmen, Startups, ja, investieren ihr Geld in Immobilien, stellen ihr Geld der Realwirtschaft zur Verfügung und profitieren von der entsprechenden Wertsteigerung. Ja. Aber der gemeine Anleger, der macht Vogelstrauß, kümmert sich nicht, agiert planlos, legt sein Geld einfach aufs Girokonto oder Tagesgeldkonto oder Spareinlage und dadurch macht sich natürlich eine Schere auf, weil der eine partizipiert an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Das merkst du nicht nach einem Jahr, aber nach 10 und 20 und 50 Jahren merkst du das ganz deutlich. Und das ist ja und das ist normale Zinsrechnung. Mhm, ja. Genau. Ja. Ein Thema, was noch deine Meinung interessiert, ist, weil ich bin mittlerweile ein Fan davon, sind so Hochdividendenunternehmen. Also ich habe auch ein Interview gehabt, Louis Patzos heißt der, der auch ein Buch dazu geschrieben, das sind quasi hauptsächlich Unternehmen aus den USA und Kanada, die sehr viel Dividende teilweise auch monatlich ausschütten. Mhm. Ja. Dadurch, dass sie alles ausschütten, zahlen sie auch quasi keine Steuern, keine Unternehmenssteuer und haben damit nochmal, sage ich mal, in Anführungsstrichen einen Wettbewerbsvorteil. Und einerseits kann man natürlich sagen, es ist nicht geschickt, weil man schüttet was aus und braucht es nicht und muss es halt wieder reinvestieren, aber zahlt erstmal die Steuern. Mhm. Auf der anderen Seite hat es irgendwo für mich einen Vorteil von einem Art passiven zweiten Einkommen. Von und dem Ansatz als Anleger wäre ja mal grundsätzlich nichts zu sagen. Erstmal genau. die Art die Frequenz der Ausschüttung, die ist in den USA anders als bei uns. Ja. Typischerweise quartalsweise, in den USA bei uns jährlich. Ja. Trotzdem ganz spontan, ohne das jetzt näher analysiert zu haben, weil es auch nicht meine tägliche Arbeit ist, wäre ich sehr skeptisch, muss ich fairerweise sagen, weil ich mir schon ein Stück weit die Frage stelle, wenn ein Unternehmen Gewinne so unmittelbar an die Anleger ausschüttet, in Form der Dividende, dann fehlt dem Unternehmen doch eigentlich die Opportunität, das Ganze sinnvoll irgendwo zu investieren. Erinnert euch zum Beispiel an Jeff Bezos von Amazon, der ja über Jahre keine Ausschüttungen vorgenommen hat, weil er gesagt nicht hat, nicht mal Gewinne produziert hat, eigentlich, weil er mal alles reinvestiert hat. Das war gar nicht die Philosophie, weil er wusste, Opportunitäten am Markt zu ergreifen. Er wusste, dieses Geld sinnvoll im Unternehmen zu investieren und damit das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Also wir erinnern uns ja, Buchhändler und heute größter Cloud-Dienstleister und dergleichen mehr. Und von daher, das sind eigentlich Unternehmen, die mich mehr ansprechen, die einfach unternehmerische Opportunitäten auch aus anderen Geschäftsbereichen zu ergreifen wissen und das, was als
als Cashflow grundsätzlich mal zur Verfügung stünde, um ausgestattet zu werden, dann eben nutzen, um zu investieren. Ja, entweder zu wachsen in dem Bereich oder halt neue Geschäftsfelder aufzunehmen. So ist es. Mhm. Und das ist, finde ich, jetzt vor allem mal so rein aus dem unternehmerischen Ansatz, finde ich, das liegt mir näher. Ja, genau. Es ist mehr unternehmerische Tätigkeit dahinter, absolut, ja. Also diese Unternehmen sind viel so Infrastrukturunternehmen, die dann irgendwelche Eisenbahnschienen haben oder Bergwerke betreiben, wo man sagt, das ist eigentlich ein planbarer Kostenapparat, da ist kein großes Wachstum da und solche Unternehmen sind das dann zum Beispiel. Okay, nachvollziehbar. Ja. Ja. Also mir gefällt es als Thema, deswegen wollte ich mal gerne deine Meinung wissen. Nächstes Thema, was ich als Frage gestellt habe, ist Finanzplanung für Profisportler. Du hast, wir haben hier sogar ein ganzes Buch dazu. Wir können es mal, in welche Kamera halten wir das mal? Wir halten das mal hier. Du warst an der EBS, an der Business School. Genau. Und deine Masterthesis, wenn ich es richtig formuliere, ist quasi deine Arbeit über die Finanzplanung von Profisportlern. Ja? Ob sie eine haben, ob sie eine gute haben, eine schlechte haben. Und deine Erkenntnisse hast du hier zusammengefasst, richtig? Kann man so sagen, ja. Dann darfst du deine Erkenntnisse mal mit uns teilen. Das ist interessant, gell? Das ist immer ein sehr interessantes Thema. Erstmal vielleicht mal ganz kurz dazu, wie kam es zu dieser Arbeit? Ich habe ja 2013 bis 2015 noch mal einen Part-Time-Master an der EBS Business School gemacht. Dazu muss man wissen, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre Berufserfahrung. Aber mich hat einfach interessiert, nachdem ich genau die Praxis kannte, was ist dann eigentlich der aktuelle Stand der Wissenschaft? Mhm. Ja? Und wie nah sind Praxis und Wissenschaft? So viel zur Vorwort dazu. Und dann ging ich irgendwann einmal auf meinen Professor zu, also es ist natürlich gegen Ende des Studiums darum ging, jetzt noch eine Masterthesis zu verwirklichen und dann sagte, ja, ich würde eben gerne über das Thema Financial Planning für Profisportler schreiben. Und er schmunzelte nur. Und ich habe mich gewundert, warum er schmunzelt. Da sage ich, Herr Professor Tilmes, warum schmunzeln Sie? Da sagt Herr Richter, das ist ein Thema, das sich schon viele Studenten vorgenommen haben, aber es hat noch keiner verwirklichen können. Okay. Und dann habe ich gefragt, ja, warum? Er sagt, ja, aus Ermangelung von entsprechender Literatur müsse ich empirisch arbeiten und ob ich denn entsprechenden Zugang zu der Community habe, was ich verneint habe. Aber wenn mir das gelingt, diesen Zugang zu bekommen, dann würde er mir das Thema freihalten. Und dann habe ich fast ein Dreivierteljahr habe ich gearbeitet, eigentlich nur Vorbereitung. Und habe die Spielergewerkschaft angefragt und auf meine Seite gezogen. Ich habe, und das war dann der Durchbruch, den Verband der Spielerberater gewinnen können, die am Anfang sehr zurückhaltend waren. Aber ich konnte sie davon überzeugen, dass es eine Arbeit ist, die sie für ihre Community wertstiftend ist. Und irgendwann bekam ich eine Nachricht, dass man mich offiziell unterstützt. Schön. Und das war im Oktober, boah, die Jahre, gell? Ja, aber irgendwann. Über so ein Thema redet man auch nicht genau, so gerne. Also, Vermögen und so weiter ist nicht schon was sehr Heikles, gell? Genau, und dann rief ich dann irgendwann, sagen wir, es war Oktober, ich kriege das Jahr schon gar nicht mehr hin, muss hier Oktober 2014 gewesen sein. Und dann bin ich auf die ganzen Spielerberater zugegangen und habe zu ihnen gesagt, naja, hör zu, dein Verband unterstützt mich. Ich würde im Februar des kommenden Jahres gerne in den Masterthesis anfangen und dazu bräuchte ich mal eine halbe Stunde seiner Zeit, ob er bereit wäre, da mitzumachen. Die hatten natürlich alle keinen Bock. Ja? Aber im Februar, das war ja weit weg. Und die haben dann alle von mir eine Weihnachtskarte gekriegt. Im Januar haben sie nochmal einen Reminder gekriegt. Make a long story short, im Februar habe ich die dann alle kontaktiert. Und was dann passiert ist, ist, die haben mir mehr oder weniger ihr Herz ausgeschüttet. Es war sehr interessant. Diese Befragung war eigentlich nur auf eine halbe Stunde in einem strukturierten Fragebogen vorgesehen. Und ich glaube, ich habe im Schnitt eine Stunde mit denen gesprochen, mit den Spielerberatern. Also waren nur Fußballer, oder? Ja, ich habe mich auf Fußballer... Profisportler steht nur dran, deswegen frage ich. Genau, das ist so die Headline und dann Konzeption am Beispiel von Profifußballern. Und am Ende habe ich über 40 Spielerberater interviewt. Ich habe dann von denen wiederum den Kontakt zu Profifußballern bekommen. Ich glaube, ich habe 30 Profifußballer interviewt, persönlich, telefonisch und habe sie einfach gefragt. Und die haben ganz offensichtlich gespürt, dass ich wirklich Interesse daran habe, zu verstehen, warum das nicht passt. Also Finanzen und Profifußballer, das ist vom Mindset her, wenn ich mal sagen, ganz weit weg voneinander. Und versucht eben Lösungsansätze zu erarbeiten. Und
Genau, mein offenkundig ehrliches, und es war ja ehrliches Interesse, hat dann dazu geführt, dass man eben mir sehr viele Erkenntnisse anvertraut hat. Nach denen hast du ja gefragt. Ja. Genau. Ich meine, boah, das war so ein Schatz, den ich da gehoben habe. Das kann man nicht mit zwei Sätzen beschreiben. Vielleicht muss man einen Schritt doch nochmal zurückgehen. Man muss sich anschauen, in welcher Lebensphase die sind. Ja? Da ist jetzt ein 18-jähriger Profifußballer, der bekommt mit 18 seinen ersten Profivertrag und wird ja quasi hineinkatapultiert in eine Einkommenssphäre, wo die meisten ja nie hinkommen. Ja? Ja. Mhm. Und dann, wo er auch nicht gelernt hat, mit umzugehen. Es ist ja wie so eine Art Lottogewinn, wo du davor verdienst 2.000 Euro und hast plötzlich einen Lottogewinn. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche. So ist es, genau. Und man ist auf nichts vorbereitet. Das Umfeld ist auf nichts vorbereitet. Was hat ein 18-, 19-, 20-Jähriger für Bedürfnisse? Das sind die ganz normalen, natürlichen Bedürfnisse der 18-, 19-, 20-Jährigen, der jetzt aber ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hat. Ja? Und natürlich dann entsprechend den Lebensstil lebt, den er mit dem Einkommen sich leisten kann. Der Punkt ist nur der, die Erwerbsbiografie eines Profifußballers unterscheidet sich fundamental von der Erwerbsbiografie eines Normalbürgers. Der fängt, wie gerade schon gesagt, viel früher an, mit 18. Steigt der vorher aber auch schon ein bisschen mehr an wahrscheinlich wie jemand anders? Klar. Ein 17-Jähriger, der verdient ja bestimmt auch schon seine 2.000, 3.000 oder so, oder? Ja, okay, das ist dann, weil das noch Amateursport ist. Profifußball fängt ja erst ab 18 an. Okay. Und auch vorher ist das auch mehr oder weniger Aufwandsentschädigung. Okay. Ja, also von wenigen Ausnahmen. Aber, worauf ich hinaus will, ist, während ja vom Normalbürger die Erwerbsbiografie stetig ansteigend ist und quasi der Umkehrpunkt des Rentenalters ist, ist es bei denen eben so, wie gerade beschrieben, nach oben katapultiert und dann irgendwann so um die 30 Jahren, ist dann ein harter Cut. Und dann, was in der nachsportlichen Zeit verdient wird, ist übrigens kaum ein Unterschied zwischen dem Normalbürger und dem Profifußballer. Wenn ich aber dann es quasi 10, 12 Jahre gewohnt war, in den Einkommenssphären zu verdienen und ich mir dann einen Lebensstil angewöhne, der dem Einkommen entspricht. Es kam ja immer genug Geld rein, braucht man sich keine Sorgen machen. Keine großen Gedanken machen. Und der Einkommensstrom aber dann irgendwann abreißt, dann erklärt sich sehr schnell, wo das mal rein finanzplanerisch die Herausforderung liegt. Es ist kein Problem in dem Sinne. Es ist eine finanzplanerische Herausforderung, die man lösen muss. Da spielen viele pädagogische Fragen dann auch rein. Da muss man natürlich wirklich auf der Seite auch noch stark sein. Und da schließen sich ganz viele weiteren Themen an. Bildung, Finanzwissen. Aber wir sollten nicht den Stab über den Jungs brechen, weil am Ende des Tages, das ist eine sehr interessante Erkenntnis übrigens, sie haben eine sehr, sehr hohe Abiturquote. Nur Finanzwissen ist übrigens, da gibt es eine Parallele zur Einkommens- und Vermögensentwicklung, baut sich auch typischerweise im Verlauf des Lebens auf. Und der Normalbürger hat mit 18 auch keine Ahnung. Mit 18 habe ich mich auch noch mit solchen Themen nicht beschäftigt. So ist es. Das ist ganz normal. Also von daher genau das gleiche Thema, nur beim Normalbürger macht es wenig aus. Da gibt es noch nicht so viel zu verteilen. Es gibt nicht so komplexe Fragestellungen, die beantwortet werden müssen. Aber bei den Jungs, da ist das eben da. Und jetzt habe ich, das sind so Erkenntnisse, die wirken fast so ein bisschen banal, wenn man das sagt. Aber die muss man wissen, wenn man eben einen Lösungsansatz erarbeiten möchte, wie man denen helfen kann. Und da war für mich so sehr schnell auch klar, übrigens neben vielen, vielen weiteren Erkenntnissen, das Thema Aufmerksamkeitsspanne. Ein Profifußballer, der ist es gewohnt zu trainieren, körperlich zu sein. Ja? So. Das sind nicht die Typen, ich hoffe das auch jetzt ganz undiplomatisch sagen zu können, mit denen sie 2 Stunden lang Excel-Listen bearbeiten und Modelle simulieren und Cashflows und die Auswirkungen auf eine Vermögensentwicklung, sondern da muss ich... Aber es ist doch bei uns genau das Gleiche, bloß andersrum. Wenn wir am Schreibtisch sitzen, sind wir ganz entspannt und können 10 Stunden sitzen. Wenn wir uns aber 2 Stunden Marathon laufen sollen, dann sind wir danach K.O., wenn wir es nicht gewohnt sind. Genau, vice versa. Und so ist es eben bei den Profifußballern auch. Und da war so eine der Erkenntnisse, und das ist das, was die Profifußballer zu mir gesagt haben, die haben gesagt, ja, also ehrlich gesagt, so eine Stunde ist so das,
den nehme ich mir gern. Aber ehrlich gesagt, dieses so 1,5-2 Stunden Gelaber, haben die keinen Bock, wenn ich das mal so umgangssprachlich sage. Das heißt also, ich muss diese komplexe Materie, die ich gerade skizziert habe, und viele weitere Aspekte, die da noch aufbauen, muss ich jetzt in ein Beratungsangebot rüberbringen, wo ich vielleicht nur in der Kommunikation nur eine Stunde Zeit habe. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Thema Finanzplanung. Finanzplanung ist auch wiederum komplex. Und jetzt bin ich in dieser ganz besonderen Übersetzungsarbeit. Ich muss visualisieren, ich muss Bilder kreieren, ich muss es einem einfach machen, es zu verstehen, ohne quasi es einem einfach zu machen im Sinne von, ich mache es mir einfach. Ja. Und das ist die große Herausforderung. Und da ist eben dieses Werk entstanden, das ganz, ganz viele Erkenntnisse beinhaltet hat und am Ende des Tages ja auch ganz gut bewertet wurde. Und was war eigentlich dein Folgeschritt, den du danach machen wolltest? Eigentlich wolltest du, hast im Vorfeld gesagt, eigentlich diese Spieler nachher beraten, oder? Das war so die Idee davon eigentlich, oder? So ist es, ja. Also dann hatte ich ja quasi die Erkenntnisse. Ja, genau. Und wusstest, wo ihre Schwachstellen sind? Ja, ich wusste, wo die Schwachstellen sind. Ich wusste vor allen Dingen, wie ich sie lösen kann. Also nicht die Schwachstellen von jedem persönlich, das meine ich nicht, sondern im Sinne von, also wo ihre Grundprobleme sind, so meine ich jetzt, genau. Vollkommen richtig. Ich wusste, wie das Beratungsangebot aussehen muss, dass es genau die Bedürfnisse der Zielgruppe trifft. Und ich hatte vor allen Dingen eines darüber noch geschaffen. Ich hatte mir das Vertrauen erarbeitet. Ich hatte mir das Netzwerk an Kontakten erarbeitet. Ich bin heute noch mit einigen befreundet. Und das gepaart mit den vermögenden Kunden, die ich ja aus meiner eigenen Tätigkeit bei der Bank kannte, war es ja dann naheliegend, zum Beispiel eine Beratungsboutique zu gründen. Mhm. Und das war auch dann der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt wechsle ich auf die Seite des Unternehmers, habe bei der Bank gekündigt, das war ja im August 2015 und hatte in meiner Freistellungszeit Zeit, mich mit der Infrastruktur jetzt zu beschäftigen und gesagt, okay, ich weiß, was ich will, wer kann mir jetzt zum Beispiel die Softwarelösung bieten, die meinen Vorstellungen von einer ganzheitlichen Beratung entspricht? Und war doch sehr schnell ernüchtert, was es am Markt eben gab. Ich war ja jetzt endlich frei, ich war nicht mehr gebunden daran an Banksoftware, sondern konnte mich einfach am Markt bedienen, in Anführungszeichen, und die Software kaufen, die aus meiner Sicht eben die beste ist. Und die gab es dann nicht. Und die gab es nicht. Und dann habe ich meine ganzen Finanzplaner-Kollegen gefragt, gesagt, Mensch, wie arbeitet denn ihr denn hier in der Praxis? Und das am häufigsten verwendete IT-Tool, Excel wahrscheinlich. Du sagst es, Excel. Mhm. Und das in einer Zeit, wo wir ein Smartphone mit aller Analytik und was ich alles, da ist es am häufigsten verwendete Programm Excel. Und ich sagte, Leute, das kann doch nicht sein. Und habe dann wiederum Research betrieben, guckt, was passiert da draußen. Was passiert, und übrigens sehr interessant, Australien, USA, Großbritannien, sehr, sehr stark schon IT-seitig weiterentwickeln. Ich sage, Mensch, sowas hätte ich gerne. Sowas. Und zwar, wo ich morgens ins Büro komme und bei den Kunden, die ich betreue, auf Knopfdruck immer genau weiß, wie die stehen. Und zwar unabhängig davon, ob das Geld jetzt zum Beispiel bei mir liegt oder bei einer anderen Bank, die Versicherungen, die Immobilien. Und ich kann eben als Berater die Impulse geben, die relevant sind, damit der Kunde seine Ziele erreicht. Das war meine Vorstellung. Hört sich ganz banal an. Und dann habe ich durch einen glücklichen Zufall meine jetzigen Mitgründer kennengelernt. Den Teil kürze ich jetzt einfach ab, weil das manchmal einfach Zufälle, wahrscheinlich, man könnte auch sagen Schicksal. Ja? Ich wollte gerade sagen, Zufälle gibt es nicht. So ist es, Schicksal. Und meine Mitgründer, die hatten eine ganz tolle Geschäftsidee, die sie eben beim Bundeswirtschaftsministerium zu einer Innovationsförderung angemeldet hatten und in dem Zuge Marktexperten interviewt haben. Und ich war am Anfang eigentlich nur einer der Marktexperten. Okay. Und ich habe gesagt, was ihr da macht, ist phänomenal, ist genau das, was der Markt braucht. Und genau, und so war dann der Austausch, wurde dann immer enger. Am Anfang war ich dann, ich wollte dann weiter meine Beratungsboutique aufbauen und so eben so als Sparring unterstützen. Also mit Boutique meinst du auch wirklich Vermögensverwalter, also mit BaFin-Lizenz, also die Verwaltung, genau, oder? Genau, also wirklich als unabhängiger Berater hier agieren zu können. Und dann natürlich jetzt das Unternehmen, das da noch ein Startup war, das war sogar noch Prototypphase,
unterstützen, dass hier die Dinge ja, sich in die Richtung entwickeln, wie es auch meiner Philosophie dann entsprach. Und dann kam das, wo wir eben eingesetzt haben, wo irgendwann, ich war dann so fasziniert von dem, was sich da ergab, welche Möglichkeiten das eröffnet hat, dass ich eben mich entscheiden musste. Ich hatte schon die Räumlichkeiten eingerichtet, die Software, die Homepage aufgebaut. Es war alles fertig. Mhm. Und dann an der Stelle quasi einen Punkt zu machen und quasi so mal 180 Grad zu drehen und zu sagen, das mache ich jetzt nicht, ja, und mache 100% Softwareentwicklung, das war schon ein Schritt, den ich mir lange überlegt habe. Ja. Aber weil beides hätte auch nicht funktioniert. Man kann nicht zwei Business gleichzeitig so aufbauen. Das sehe ich genauso. Ja. Ja. Sehr gut. Dein Vermögen ist wahrscheinlich dann auch zu großen Teilen irgendwo hier gebunden, wenn man deine Software jetzt anwerfen würden, oder? Weil ich meine, als Gründer, ich will jetzt keine Zahlen wissen oder sowas, aber als Gründer muss man ja auch erstmal ordentlich investieren. Selbst wenn man Investoren hat, da fließt ja einfach mal, was man hat, irgendwie immer in die Firma rein. Ja, das setze ich auch ein Stück weit voraus. Ich denke, das ist Teil des Commitments, das man hat als Unternehmer, dass ich sage, okay, mal das, was man selber sich erspart hat, das habe ich hier rein investiert. Mhm. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist dieses Thema Lebenshaltungskosten. Die deckt man ja auch nicht am Anfang gleich aus den Einkünften, die man aus dem damals noch Start-up eben entsprechend verdienen kann. Und dann hat man natürlich schon eine Phase. Und das ist natürlich, man hat ja schon so einen gewissen Absprungpunkt nach 20 Jahren in der Bank. Ja, hast du ja meine Vita beschrieben. Ja. Da hat man ja schon auch ein gewisses Leben davor schon gelebt. Absolut. Und von daher darf man nicht unterschätzen, was da noch an Finanzierung quasi der in der Übergangszeit notwendig ist. Du hast noch ein Buch geschrieben. Du bist reicher, als du denkst. Wir haben es ja auch mal liegen. Wir können es mal so hier in die Kamera halten. Ich glaube, es ist dieses Jahr auch rausgekommen, wenn ich es richtig im April, ja, mitbekommen habe. Für wen ist das Buch geeignet? Also für wen ist es geschrieben? Die Frage ist ganz wichtig, weil das ist ein Buch, das sich an Privatanleger richtet. Und das vor dem Hintergrund der Vorgeschichte, dass ich eigentlich ja an Privatanleger mich gar nicht mehr direkt richte mit all dem, was ich in meinem eigentlichen Geschäft mache. Aber es richtet sich an Privatanleger. Ich werde so oft gefragt, so wie ähnlich wie deine Eingangsfrage, Marco, was soll ich tun in der Situation? Ich habe das einfach mal niedergeschrieben, was ich in der einen oder anderen Lebenssituation tun würde. Genau. Also sind quasi verschiedene Situationen beschrieben, irgendwie der 20-Jährige, der 40-Jährige, wie er sein Vermögen strukturieren sollte, was die Risiken sind, worauf er achten soll, oder? Genau, also es fängt ja im Prinzip vorne ein, dass ich es auch ganz klipp und klar sage und das ist die Mission von mir persönlich und auch von dem Buch, dass ich jedermann, jeden Privatanleger dazu befähigen möchte, Finanzentscheidungen zum eigenen Vorteil treffen zu können. Und wenn das eben die Mission ist, dann folgen daraus ja gewisse Handlungen, die ich tun sollte, um auf diesen Pfad zu kommen. Wir wissen aus der Finanzplanung, aus der Wissenschaft, ja, das sind also die Erkenntnisse meines Studiums, dass Anleger mit Plan eine bis zu dreimal bessere Vermögensentwicklung haben als Anleger ohne Plan. Und das bei sonst gleichen Voraussetzungen wie Bildungshintergrund, wie Einkommen, und dergleichen mehr. Nur deshalb, weil man eben einen Plan verfolgt, weil man dann, wenn man Ziele hat, diesen treu bleibt, auch dann, wenn es mal Rückschläge gibt. Und so gibt es ein paar Basics in der Finanzplanung, die jedermann beherzigen sollte und sich Überblick verschafft über eine Vermögensbilanz, Überblick über seine Einnahmen und Ausgaben verschafft. Ich bin immer wieder in meiner Beratungspraxis früher erstaunt gewesen, wie wenig die Kunden über ihre Einnahmen- und Ausgabensituation Bescheid geben und wie unpräzise sie Auskunft darüber geben konnten, wie viel denn jeden Monat oder jedes Jahr übrig bleibt. Ja. Und das sind so Sachen, dafür braucht man jetzt kein großes Studium für. Das kann man mit einem, früher hat man ein Haushaltsbuch dafür geführt. Genau. Und die dritte Dimension, da gibt es auch den Link auch zum Unternehmertum, ist Ziele. Wenn ich Ziele habe, dann kann ich Maßnahmen auf die Ziele ausrichten. Und das brauche ich im Privatleben auch. Und das sind so drei Basics, die ich dort beschreibe, wie man das machen kann, die universell sind. Ja? Und an der Stelle, und das merkt man jetzt gerade, sind wir noch nicht auf einer Produktebene.
sondern genau. Wir sind einfach nur auf bei den Strategie. Strategie, genau. Und die kann ich auch mit drei weißen DIN A4 Blättern zu Hause am Küchentisch machen und mir die Dinge einfach zusammentragen. Mit meiner Frau zusammen habe ich das gemacht. Und das leite ich dort an. Aber wie es halt immer so ist, wenn man das so allgemein beschreibt, dann ist es natürlich besonders hilfreich, wenn man dann auch so konkrete Fälle auch beschreibt und das anwendet, was ich zuvor beschrieben habe. Und so habe ich vier praxisnahe Fälle skizziert, möglichst präzise mir vorgestellt, in welcher Lebenssituation zum Beispiel ein Berufsstarter ist, sehr, sehr genau skizziert, Persona, du kennst das im Unternehmer, sein, mir ganz dezidiert bis runter zu den Hobbys und wie oft wohin gereist wird, um mir diese Person so konkret wie möglich vorzustellen und an diese Person dann zum Beispiel diese einzelnen Abschnitte zu schreiben und das dann eben zur Anwendung zu bringen. Und das Ziel ist, hier so ein bisschen einen Rahmen zu setzen, ganz klar dann auch zu sagen, zum Beispiel mit meinen 10 Geboten kluger Investmententscheidungen, wo ich einfach gesagt habe, okay, was sind die 10 Dinge, die ich beachten sollte bei einer Investmententscheidung, also am Kapitalmarkt. Oder mit einer klaren Checkliste zu arbeiten, zu sagen, okay, ich möchte eine Immobilie erwerben. Und sich auch dran zu halten. Aha. Genau. Ist ja immer wichtig, an die Checkliste zu halten. Sonst macht sie keinen Sinn. Genau. So ist dann häufig, man legt man beiseite und trifft dann doch eine andere Entscheidung. Genau. Und dann hier eben so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern der Anspruch ist schon sehr viel Unterstützung zu bieten. Weil das ist so die Erfahrung, die ich mache, die Leute wollen angeleitet werden. Ja? Und nicht im Sinne von Bevormundung, sondern im Sinne von, ich gebe dir meinen ehrlich gemeinten Rat, ich sage dir, was ich tun würde in deiner Situation. Ich sage dir aber genauso damit, was du nicht tun musst. Ja. Und wenn ich dann so ein bisschen so Leitplanken bekomme, an denen ich mich orientieren kann, dann wird dieses ganze Finanzthema, wo ja kaum jemand Lust drauf hat, dann verliert das auch so seinen Schrecken. Ich habe mal eine Statistik gehört, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, dass jemand, der eine eigengenutzte Immobilie hat, quasi am Todestag oder im Rentenalter ein doppeltes Vermögen hat, wie jemand, der zur Miete wohnt. Ja. Der Grund ist nicht, weil die Immobilie, die selbstgenutzte, eine tolle Kapitalanlage war, sondern einfach, weil dieses Zwangssparen hatte durch den Kredit Monat für Monat, in guten Monaten und in schlechten Monaten. Und wenn ich halt zur Miete bin, dann nehme ich halt meine Rate, die ich aufs Sparbuch lege oder wohin auch immer, kann ich halt auch mal unterbrechen, wenn was schlecht läuft. An die Bank muss ich zahlen. Ganz natürlich. Mhm. Genau dieses Phänomen beschreibe ich dort auch. Mhm. Da gibt es ja eben eine sehr interessante Studie, genau, die zitiere ich da. Es geht eben vor allen Dingen um dieses Diszipliniertsein. Mhm. Per se hätte auch der Mieter die Möglichkeit, der macht sich, wir greifen das Thema ETF-Sparen auf, der sagt sich, okay, ich habe mich jetzt bewusst fürs Mieten entschieden. Das Mieten ist gegenüber der Annuität, sagen wir mal, um x Euro günstiger. Ja. Aber diese Ersparnis gegenüber meiner Investition in eine Immobilie, die verkonsumiere ich jetzt nicht, sondern investiere sie in einen ETF-Sparplan. Ja. Und übrigens, Sparen ist immer Konsumverzicht. Mhm. Diese Möglichkeit hätte der Mieter genauso. Mhm. Aber irgendwie ist da die Verbindlichkeit nicht so da. Ich muss die Verlockungen nicht. Sind zu groß. Ja, selbstverständlich. Mhm. Die sind ja natürlich. Ja. Mhm. Und ich beschreibe das auch. Und vielleicht bin ich da auch an der einen oder anderen Stelle in meiner Direktheit jetzt nicht so diplomatisch. Oft bekomme ich auch in meinem Bekanntenkreis so das Feedback, ja, ich kann mir das nicht leisten zu sparen. Dann sage ich, ja, aber schau mal her, wir waren jetzt unterwegs und der 3,80 Euro Cappuccino, der ging ja. Ja. Und wenn man sich das mal so ein bisschen hochaddiert, was man alles für Konsumausgaben hat, die jetzt einfach nur im Lifestyle-Bereich sich abspielen, dann könnte man bei ein bisschen genauer Betrachtung schon zu der Erkenntnis kommen, dass man halt einfach nur auf diesen Cappuccino verzichten müsste. Also der Punkt ist ja, früher mit 1.000 Euro weniger oder mit 2.000 Euro weniger im Studium hat es ja irgendwie auch funktioniert. Ja. Also es geht ja immer, man passt ja seine Ausgaben ja immer an, deswegen, man kann immer wieder reduzieren, aber es mag halt keiner machen. Ich beschreibe da eine sehr interessante Bewegung in den USA, die darauf abzielt, also das ist überschrieben mit Save More Tomorrow. Im Sinne von, ich kann mir heute es nicht leisten, sagen wir mal, die Sparquote zu erbringen, die ich sparen müsste. Aber ich leiste ein Commitment mit mir selbst, dass bei jeder Gehaltserhöhung, die ich zukünftig habe,
diese Gehaltserhöhung als erstes mal dafür verwende, quasi jetzt mein Sparbudget zu erhöhen, um dann dahin zu kommen, wo ich bin. Und die interessante Erkenntnis ist, es tut nicht weh. Und die Leute sparen stringenter. Und viele sparen dann auch irgendwann über dem ursprünglich mal definierten Sparziel, jetzt prozentual. Das heißt also, nur weil ich jetzt am Tag heute vielleicht nicht die Sparleistung erbringen kann, die ich mir so wünsche, heißt es ja nicht, dass ich mir nicht gegenüber ein eigenes Commitment geben kann, bei nächst passender Gelegenheit ins Sparen zu kommen. Und das sind eben so Strategien, die ich hier zusammentrage, ohne jetzt den Anspruch zu erheben, dass ich derjenige wäre, der diese Strategie jetzt erfunden hätte. Aber ich lese so wahnsinnig viel, ich betreibe so viel Research und sehe eben, welche Methoden sich bewährt haben und habe sie jetzt mal aus dem Kontext des, was bräuchte denn der Privatanleger, hier in dem Buch zusammengetragen. Also fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, habe ich jetzt vergessen. das zweite fällt mir zumindest jetzt gerade wieder ein. Das ist der Vorteil von diesen Hochdividenden-Sachen. Du bekommst zum Beispiel so eine monatliche Ausschüttung und kannst auch mal dann dieses Bild dich vorstellen, das reicht jetzt schon, um den Strom zahlen zu können. Ja. Okay. Also es hat irgendwas was Greifbares als nur irgendwie, mein Vermögen ist es irgendwie um 1.000 Euro gestiegen in meinem Depot. Ja? Also es hat so ein bisschen was ich habe so einen direkten Nutzen daraus, wenn ich quasi will. Also das finde ich so von der Idee her nicht schlecht. Ja. Auch wenn du sagst, magst du von dem Konzept her nicht so. Also dieses Hochdividendenthema nicht. Und das andere ist, bei diesem Thema Sparen ist halt wird häufig so dieses fürs Alter irgendwie angeführt. Ja. Ja? Und dieses fürs Alter ist auch sowas, wo so ganz weit weg ist und wo ich heute auch gar nicht irgendwie auf irgendwas verzichten will, weil ich ja immer sage, Alter ist das Negative, das will ich sowieso nicht mit beschäftigen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eher ein bisschen abschreckend, so zu verkaufen klingt jetzt, oder als Argument zu bringen, ich muss was sparen. Ja, eine riesen Herausforderung jetzt im finanzplanerischen Kontext. Also wenn ich abstrakte Ziele habe, dann ist es unglaublich schwer, da eine Verbindlichkeit herzustellen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte gestern einen Bewerber, der mich total beeindruckt hat, weil er von Haus aus drei Sprachen spricht. Er kommt aus Afghanistan, er hat heute seinen Arbeitsvertrag unterschrieben und dann eben weitere Sprachen gelernt hat. Und er sagte, bei uns zu Hause isst man so viel, wie man Sprachen kann. Also man isst so viele Personen, wie man Sprachen kann. Es gibt eine klare Motivation, Sprachen zu lernen. Darauf wollte ich hinaus. Ich spreche beeindruckend gut Deutsch, in kürzester Zeit gelernt. Ich muss selber sagen, ich habe vor etwa 10 Jahren geheiratet und der Teil meiner Familie, der kommt aus Südamerika, aus Kolumbien genauer gesagt, und die sprechen Spanisch, Muttersprache Spanisch. Und ich habe in meiner Hochzeitsrede versprochen, dass ich Spanisch lernen möchte für meinen. Habe auch die Hochzeitsrede halb auf Spanisch gehalten, weil ich mir alles natürlich simultan dann entsprechend hingeschrieben habe. Das Problem ist nur, die letzten 10 Jahre habe ich kein Spanisch gelernt. Ja. Weil es gibt gar keinen, also ich werde es noch lernen. Ja. Hier, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Aber der Punkt ist der, es gibt keinen konkreten Anlass. Ja. Darauf will ich hinaus. Wenn ich jetzt wüsste, wir planen in einem Jahr oder in 2 Jahren dies oder jenes zu tun, wofür ich die spanische Sprache brauche, hätte ich eine konkrete Veranlassung, Spanisch zu lernen. Ja. Aus dem Abstrakten heraus, Abstrakten, deshalb ziehe ich den Vergleich, aus dem Abstrakten heraus schwierig. Und das ist auch ganz kurz Gedanke, der komplette Switch, der sich gerade in der Beratung vollzieht. In den Ländern, die ich eben mal aufgeführt habe, Australien, USA, haben wir den Switch hin zu einer sehr, sehr bildhaften Sprache, Switch hin zu einer zielbasierten Finanzplanung, die genau aus diesem abstrakten, ich hätte gerne 100.000 Euro angespart in den nächsten 5 Jahre, einfach ganz konkrete Bilder schafft und das Ganze entsprechend trackt. Stichwort Goal-Based Planning. Um diesen Abstrakten so ein Stück weit zu entfliehen und es für die Kunden greifbar zu machen. Weil wenn das Ziel auf einmal die Finca auf Mallorca ist, dann sehe ich die schon vor mir. Und dann verzichte ich auf den Cappuccino auch. Dann verzichte ich gegebenenfalls auf das eine oder andere Konsum. Die Finca muss natürlich auf mehr als einen Cappuccino. Ja, aber dann, wenn dieses Bild da ist, dann sage ich, okay, den lasse ich jetzt mal.
Also komme ich an meinem Ziel nicht näher ran. Genau so ist das es. Das stimmt, ja. Mhm. Okay, Wealth Pilot, nächstes Thema. Einige Sachen haben wir schon quasi besprochen, also was eure Firma sie anbietet, wäre noch so ein Thema. Also ihr sprecht eigentlich Vermögensverwalter an oder Bankberater an. Mhm. Wenn ich jetzt als Privatperson die Software irgendwie kaufen will, kann ich das machen erstmal? Geht gar nicht. Nein, okay. Wir richten uns nicht an Endkunden als Kunden, dass wir sie als Kunden adressieren, sondern unsere Kunden sind Berater, die Endkunden beraten. Das können eben unabhängige Berater sein, Vermögensverwalter, vermögensberatende Steuerberater, immer mehr Banken und Sparkassen, die unsere Software einsetzen und die Software nutzen, um ihren Beratungsprozess ganzheitlicher zu gestalten. Mit dem Kunden zusammen eben auf ein oder derselben Datenbasis zu arbeiten, ja, damit man eben immer über dasselbe spricht. Ja. Das ist das, was wir machen. Deshalb bekommt der Endkunde durchaus einen Zugang, ja, weil das war ja das, was wir eingangs hatten, B2B2C, wenn ich das mal sagen darf, aber immer über den Berater, der die Lizenz bei uns gekauft hat. Und warum nicht selber? Warum kann ich mir die nicht kaufen? Ist es quasi, dass man die eigentlich gar nicht sinnvoll nutzen kann, dass man irgendwie... dass man das Verständnis dafür nicht hat oder was, oder einfach nur einen klaren Fokus auf diese Kundengruppe? Ja, also das ist ja, wir hatten das auch eingangs zum Thema Fokussierung. Ja. Man muss sich ganz als Unternehmer sehr genau überlegen, wie die strategische Positionierung ist. Ja. Bin ich eben B2B, bin ich B2C oder B2B2C und welche Spielmöglichkeiten habe ich? Geschäftsmodelle, wo ich erst quasi B2B bin und dann irgendwann sage, jetzt bin ich B2C, verlieren sofort an Glaubwürdigkeit. Und wir haben von Beginn an immer gesagt, wir glauben ganz fest an die Zukunft der persönlichen Beratung. Und wir wollen den Berater stärken, wir wollen sinnhafte Technologie dem Berater an Hand geben, damit er mit dem Endkunden besser Beratung durchführen kann, verständlicher, individueller. Und so haben wir uns ganz klar positioniert und das ist auch genau die richtige Strategie. Wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan? Das ist eine gute Frage. Knapp über 30. Also kommt darauf an, ob ich heute früh gefragt hätte oder heute Nachmittag. Ja, sind wir zwei mehr heute. Ja. Genau, daran merkt man auch, dass wir so stark wachsen. Jetzt Stand heute würde ich sagen, so knapp über 30. Und dass man als einer der Gründer, also ich würde mich immer als Co-Founder bezeichnen, weil das eine Teamleistung ist, was wir vollbringen. Daran merkt man auch, dass man irgendwann so ein bisschen nicht den Überblick verliert, dass wir es dann nicht falsch verstehen, aber ich zähle nicht mehr jeden Tag abends, wie viele Mitarbeiter wir haben. Ja. Ich weiß es, ich bin benachrichtigt worden, dass heute zwei Mitarbeiter einen Vertrag unterschrieben haben und ich war ja auch einer derer, die in den Gesprächen mit dabei waren. Das ist eben Teil des Aufteilens. Also mal rund 30. Genau. Und was ist so das Ziel? Wo wollt ihr irgendwie hin? Naja, das Ziel würde ich jetzt nicht an der Mitarbeiterzahl festmachen, weil die Unternehmensgröße und damit die Mitarbeiterzahl folgt ja quasi dem was wir als Unternehmen WealthPilot darstellen. Ich meine, wir sind heute schon in 4 Ländern tätig, in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg. Eine der Strategien ist, international noch weiter voranzuschreiten. Und natürlich Marktdurchdringung. Ja? Also wir sind augenscheinlich aktuell der führende Technologiedienstleister für die hybride Beratung, nämlich die Symbiose aus dem Berater und der Technik. Und diese Stellung wollen wir natürlich festigen, ausbauen und da fühlen wir uns sehr, sehr gut aufgestellt. Also vielleicht sind es mal ein paar hundert Mitarbeiter bei unserem nächsten Interview in 3 Jahren. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Habt ihr euch überlegt, nach Berlin zu gehen? Weil Berlin ist ja immer so dieses Start-up-Thema irgendwie. Wie ist das hier? Gibt es hier so eine Start-up-Szene in München? Ja, hier gibt es eine relativ große Start-up-Szene. Mhm. Also Berlin war bei uns nie ein Thema. Wir sind hier in München beheimatet. Wir haben einen zweiten Standort in Graz. Mhm. Das hat damit zu tun, dass einer meiner Mitgründer einige Jahre in Graz gelebt hat und hier eben entsprechende Verbindungen hat und Graz sich als ein toller Standort eignet mit einer FH, mit einer Uni, wo es tolle Absolventen gibt, weil Recruiting ist ja das A und O, wo kriege ich die passenden Mitarbeiter. Nein, wir fühlen uns in München unglaublich wohl und am Ende des Tages, ich meine, wir haben, jetzt mal auf Deutschland bezogen, wir machen jeden Tag fast permanent Videocalls
ob ich jetzt hier in München sitze, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja. Ja. Und wie organisiert man so ein Wachstum? Also ich meine, es von irgendwie 3 Gründern, die irgendwie anfangen, jetzt auf 30 und dann irgendwann mal Ende des Jahres auf 70 oder ähnliches. Also ich meine, es ist ja auch schon eine Meisterleistung, irgendwie sowas irgendwie hinzukriegen, oder? Ja, toll. Also ich meine, du hast ja von meiner Historie gesprochen, da ist jetzt Organisationsentwicklung jetzt nicht das, der primäre Fokus gewesen. Aber meine beiden Mitgründer und auch die weiteren, zum Beispiel gerade in Graz, die sind selber Scrum Master. Da ist Organisation, sich entsprechend dann auch so aufzustellen, dass man ein skalierbares Geschäftsmodell hat. So was die IT anbelangt, was die Prozesse im Unternehmen anbelangt, ist natürlich, da ist sehr viel Know-how vorhanden und so stellen wir uns auch auf. Ja. Und das ist natürlich in unserer aktuellen Phase einer der großen Themen. Jetzt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, um das Unternehmen von jetzt knapp über 30 Mitarbeiter auf, wenn wir uns in einem Jahr unterhalten, wahrscheinlich 100 Mitarbeitern jetzt hochskalieren zu lassen. Und das ist genau gerade unser Thema. Willst du mal zu Scrum irgendwie ein, zwei Sätze sagen? Ich weiß, du bist nicht der Scrum Master. Du brauchst jetzt auch keine komplette eine Stunde drüber reden, aber mal so für einen Fremden mal erzählen, was ist das oder was ist die Methode dahinter? Ja, weil wenn meine Mitgründer sich das nämlich anschauen und nicht über Scrum reden hören, du als der, dann werden die ganz gewiss schmunzeln, weil sie genau wissen, dass das jetzt nicht mein Steckenpferd ist und dass ich mit den Tools, die damit verbunden sind, eher anfangs gefremdet hat. Ja. Jira haben wir uns vorher drüber unterhalten. Haben wir uns über Jira unterhalten. Benutzen wir auch, ja. 20 Jahre war ich in einer hierarchisch organisierten Organisation, wo man ganz klare Linienverantwortung hat. Mhm. Und wenn man eine Entscheidung, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, dann geht man halt zu seinem Vorgesetzten. Mhm. Und was wir hier machen, ist ein durch und durch agiles Unternehmen. Und wir haben vor, sicherlich von über einem Jahr vor der Entscheidung gestanden, da unser IT-Entwicklungsthemen, die leben Agilität. Die sind durch und durch agil. Und auf der Business-Seite, wenn ich da eine andere Organisationsform wähle, dann habe ich ein Unternehmen von 2 Geschwindigkeiten. Ja. Ja? Mhm. Und deshalb haben wir unser Unternehmen konsequent an den agilen Prinzipien ausgerichtet. Und um keinen Unterschied zu machen in den einzelnen Unternehmensbereichen, wie wir organisiert sind, wie wir aufgestellt sind, welche Tools wir nutzen, und deshalb sind wir ein durch und durch agiles Unternehmen. Übrigens einer der ganz wichtigen Aspekte im Recruiting. Mhm. Wir gewinnen Mitarbeiter von den großen Corporates, weil die sagen, da wird jetzt auch viel von Agilität gesprochen, aber es wird nicht gelebt. Mhm. Und die sagen, Mensch, die Vorteile davon sind so augenscheinlich, aber wenn ich quasi nur Meetings umbenenne, weil ich jetzt auf einmal ein Daily haben möchte, aber das war vorher ein anderes Meeting, nur das hat einen anderen Namen, dann führt man dieses Prinzip ad absurdum. Ja. Mhm. Und die im Recruiting ist das ein absoluter Pluspunkt, dass das bei uns dieses Unternehmen lebt und atmet Agilität. Und da war auch meine persönliche Lernkurve sehr, sehr steil. Ja, klar, aber das ist Jahren in der Bank, das ist auch eine Umstellung. Ja. Definitiv. Und dadurch haben wir natürlich hier ein Unternehmen mit einer unglaublichen Tempo. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir natürlich als einer der Vorteile auf uns vereinen, schnell zu sein. Ja. Digitale Möglichkeiten schnell dann auch zur Anwendung zu bringen. Also eins im Prinzip ist ja so Wochensprints oder so 2-Wochen-Sprints. Genau. Also wo man einfach sagt, man legt die Arbeit für eine Woche fest, erledigt die und macht dann quasi erst weiter und macht nicht jetzt einen Plan für die nächsten 10 Jahre. So, ich glaube, das ist auch so ein großer Unterschied zu einer Bank. Da wird halt der 5-Jahres-Plan gemacht wie in der Sowjetunion und den arbeitet man halt dann ab. So. Genau, das hast du gesagt. Ja. Aber so ist es halt. Ja. Und wir haben wöchentliche Sprints, wir haben wöchentliche Release-Zyklen in der Software. Mhm. Und ich meine, wir haben ja einige Banken als Kunden gewonnen. Wir sind in allen 3 Säulen der deutschen Bankwirtschaft mit Kunden vertreten. Mhm. Und wenn wir dort in den Verhandlungen mit den Entscheidungsträgern sprechen und eben von unseren Entwicklungsprinzipien sprechen, von unserer Innovationsgeschwindigkeit sprechen, von den Release-Zyklen, wöchentliche Release-Zyklen, da habe ich in der Regel, vernehme ich da so ein gewisses Schmunzeln auf der anderen Seite, weil die sind es gewohnt, dass man, sagen wir, alle 6 Monate ein Release bekommt. Ja. Ja? Und das ist eine ganz andere Geschwindigkeit. Kurze Anekdote dazu.
Ich habe kürzlich mit einem Chief Digital Officer gesprochen, einer sehr großen, namhaften Bank. Und der sagte zu mir, naja, wenn wir Banken von 14, 15, 16, 17, 18, 19 sprechen, dann meinen wir Jahre. Wenn ihr von 14, 15, 16, 17, 18, 19 sprecht, dann meint ihr Wochen. Ja. Wie deutlicher kann diese unterschiedliche Geschwindigkeit nicht auch deutlich gemacht werden? Absolut. Und genau, aber genau, das sind die Vorteile eines jungen Unternehmens. Wie findet ihr Mitarbeiter? Also außer, dass ihr jetzt Scrum, sag ich mal, installiert habt und nutzt, wie findet man Mitarbeiter in Zeiten, wo die Wirtschaft irgendwie boomt und jeder irgendwo junge, frische Mitarbeiter haben will? Das ist fast eine Gretchenfrage, gell? Mhm. Muss man auch fairerweise sagen, weil am Ende des Tages ist das Unternehmen so viel wert, wie die Mitarbeiter ihre Kompetenz einbringen können. Ja. Und das hört sich jetzt so an, als hätte ich das aus einem Lehrbuch gerade abgelesen. Naja gut, das Schöne ist, wir haben einige Mitarbeiter, die mittlerweile ihre Kollegen motiviert haben, bei uns anzufangen und sagen, hey, bei Wellspile zu arbeiten, das macht echt Spaß und komm doch zu uns. Das ist ein tolles Zeichen. Und sonst bespielen wir eigentlich alle Kanäle. Wir haben gerade in der IT-Entwicklung arbeiten wir mit Personalvermittlern zusammen, die uns Kandidaten vorschlagen. Wir sind eine Mitarbeiterin von uns, die selber jetzt gerade ihr Studium abschließt, ist aktuell Werkstudentin, macht natürlich fleißig Werbung an der Uni, ja, weil man braucht ja nicht nur Senior-Entwickler, sondern auch Juniors. Und das ist auch hoch willkommen, das ist eine Durchmischung zu haben. Und so sind wir auf allen Kanälen unterwegs, um unsere Wachstumsziele im Recruiting-Bereich dann auch verwirklichen zu können. Wenn es nochmal 20, 30 kommen würden, die sagen würden, ich will hier arbeiten, würdest du die nehmen oder? Highly welcome. Mhm. Müssen die richtigen sein. Muss man hier in die Kamera sprechen, hier bitte Bewerbung an. Ja, bitte, bitte. Wir haben natürlich ganz viele Stellen ausgeschrieben und das ist, da steckt ein ganz klarer Plan dahinter. Wenn ich jetzt, wenn die passenden Entwickler, ich könnte problemlos, also mir, 10 Entwickler einstellen, und zwar auf den Schlag. Ja. Aber da ist eines ganz wichtig. Qualität geht vor Quantität. Ja, ja. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wir sind in diese Position, wenn ich das mal sagen, gekommen, weil wir ein tolles Mindset haben, weil wir ein tolles Skillset haben bei den Mitarbeitern. Und das ist auch etwas, was übrigens unglaublich anziehend wirkt bei den Mitarbeitern, die sich bei uns bewerben, wenn sie merken, dass auf der anderen Seite ein hochprofessionelles Team sitzt, weil mit denen möchte man dann zusammenarbeiten. Das heißt also, bei aller quasi Quantität, die ich jetzt gerade ausgerufen habe, ich würde lieber 5 qualitativ top qualifizierte und vom Mindset her passende Mitarbeiter einstellen, als 10, die nur so lala passen. Mhm. Ja? Ja, verstehe ich. Also macht auch Sinn, weil ich meine, du ziehst nachher genau die Leute wieder an, hast du lauter gute Leute sitzen, kommen auch die Guten nach. Wenn das Klima irgendwo schlecht ist, dann gehen irgendwann auch die Guten wieder. Also du musst schon gucken, dass die Qualität auch oben hält in so einer Firma. Definitiv. Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist, habt ihr Geldgeber? Habt ihr jetzt quasi nur euer eigenes Geld investiert oder habt ihr irgendwelche Investoren? Also wenn du darüber sprechen magst natürlich, oder wenn es offiziell ist. Ja gut, ich kann so weit darüber sprechen, wie es auch durch Pressemitteilungen publik ist. Erstmal die erste Finanzierungsrunde, das waren ja mal unsere eigenen Einlagen. So viel zum Thema Commitment als Unternehmer. Genau, sehr wichtig. Und sehr interessant, wir haben ja eine Innovationsförderung bekommen vom Bundeswirtschaftsministerium für eine betriebswirtschaftliche Innovation. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil normalerweise werden Innovationsförderungen nur für technische oder in der Biochemie vergeben. In unserem Fall für eine betriebswirtschaftliche Innovation. Das war ein 6-stelliger Betrag, nicht rückzahlbar. Mhm. Und das war so mal die erste Finanzierung für den Prototypen. Und dann haben wir Business Angels gewonnen. Sehr viel auch aus dem Softwareumfeld. Tolle Persönlichkeiten, muss man wirklich sagen, die uns mit Rat und Tat auch zur Seite gestanden haben und nach wie vor tun. Dann sind wir letztes Jahr, haben wir
eine weitere Finanzierungsrunde lanciert. Dabei haben wir Bayern Kapital als ersten VC gewonnen. Das ist ein staatlicher VC. Mhm. Vom Land Bayern dann, oder? Freistaat Bayern. Freistaat Bayern, ja. Würden die Bayern hier ganz viel Wert drauf legen, Freistaat Bayern. Ja. Und genau, und weitere Privatinvestoren, auch wirklich ganz toll. Und das sage ich nicht deshalb, weil ich es jetzt quasi nur Ihnen sagen will, das wissen die, wie toll wir sie finden, weil das sind Unternehmer. Ja, Softwareunternehmer, die Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben, verkauft haben jeweils und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen können, so wie die ersten. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir eine dritte Finanzierungsrunde lanciert, auch wenn es da jetzt noch keine Pressemitteilung gibt, sage ich das jetzt einfach mal so, vor 3 Wochen, also nach Pfingsten. Und da haben wir eine Series A Funding durchlaufen, schönen 7-stelligen Betrag aufgenommen und genau, da sind aber auch jetzt Privatinvestor zugekommen und mit dem 7-stelligen Betrag und ich überlege gerade, was ich jetzt alles sage und nicht sagen darf, weil wir da sehr restriktiv sind grundsätzlich in dem, was wir sagen. Das Entscheidende ist, dass die Altinvestoren substanziell mitinvestiert haben und weil sie eben das Projekt toll finden, weil sie sehen, wie toll wir das managen, also das ist das Feedback, also die sind auch kritisch an der Stelle, keine Frage, aber ich meine, ein stärkeres Commitment als mitzugehen, pro rata oder auch darüber hinaus, gibt es ja nicht. Ja. Und das war natürlich auch ein tolles Signal an den neuen Investor, der natürlich gesehen hat, was hier für ein Projekt, tolle Investoren, die bisher investiert sind, die ziehen mit. War ein super, super Commitment. Beste Voraussetzungen. Und was wichtig ist, und das merken wir natürlich jetzt, da wir ja sehr, sehr viel im Bankenbereich tätig sind, die fragen uns natürlich immer, wie ist eure Investorenstruktur? Mhm. Habt ihr Investoren, die eventuell mit Interessenkonflikten verbunden sein können? Okay. Mhm. Ja? Und darauf haben wir sehr viel Wert gelegt. Also weil sprich, keine anderen Banken zum Beispiel investiert sind. Mhm. Genau, und das haben wir nicht. Mhm. Und genau, deshalb fühlen wir uns da richtig gut aufgestellt. Mhm. Sehr gut. Wenn jetzt irgendwie nächste Finanzierungsrunde ist, ist es irgendwas Öffentliches, wo auch jeder mitmachen könnte? Oder ist es quasi einzelne Investoren, die dann relevante, nennenswerte Beträge investieren? Ja, aber da sind wir jetzt, das ist so das Thema, man entwächst dann irgendwann im Startup-Bereich. Mhm. Und ohne jetzt da hochmäßig irgendwie sein zu wollen, die Summen, die da jetzt im Raum sind, sind nicht mehr die typischen Summen für Privatanleger. Ja. Oder dann wiederum von der anderen Seite kommt, wir sind ja jetzt noch keine Aktiengesellschaft, die jetzt zum Beispiel an der Börse zum Beispiel ein IPO plant. Und von daher ist jetzt sollte eine nächste Finanzierungsrunde anstehen, wäre es nicht der primäre Fokus bei Privatanlegern im Kleinen, jetzt zum Beispiel Geld einzusammeln, sondern genau. Wie gewinnt ihr Kunden für eure Software? Ja, das viele Kanäle oder mehrere Kanäle. Auf der einen Seite sorgen wir natürlich dafür, dass wir am Markt bekannt werden. Ja. Typische Market Awareness. Ja. Mhm. Wir veröffentlichen Content in Fachzeitschriften. Wir sind auf Vorträgen oder auf Veranstaltungen. Habe ich gesehen. Genau. Mhm. Auf Veranstaltungen präsent und halten Vorträge. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal eingerichtet. B2B, also wir richten uns an Berater und sagen, Mensch, wenn uns was auffällt, dann drehen wir ein Video und kommunizieren das über unseren YouTube-Kanal. Und dadurch wird halt in der Financial Community, die eh miteinander spricht, über Wowspilot gesprochen. Ja. Und das ist etwas, was eine ganz tolle Entwicklung jetzt auch war in der letzten Zeit. Wie oft uns gesagt wird, ja, von Wowspilot, da habe ich schon mal gehört. Und da denkt man im ersten Moment natürlich, ich hoffe gut, ja. Und das ist der Fall. Das macht einen natürlich als Mitgründer, macht das natürlich. Aber einfach mal im Gespräch zu sein, ist ja schon mal genau das Wesentliche. So definitiv. Ist es. Genau. Sehr schön. Jetzt habe ich noch 5 Fragen an dich. Kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Ja, wenn du einen Vermögensberater oder einen Bankberater oder vielleicht einen potenziellen Bewerber kennst, dann teil doch das Video. Was ist die Kernbotschaft deines Buches? Ja, der Titel ist, finde ich, sehr treffend gewählt. Du bist reicher, als du denkst. Mhm. Ja, in dir selber steckt mehr, als du denkst. Ja, du musst es eben zur Entfaltung bringen. Ja. Weißt du, was im Zusammenhang mit deinem Namen bei Google am häufigsten gesucht wird? Ja, da kürzlich die U21 Europameister, da vermute ich... Nackentattoo ist die Antwort.
Ernsthaft? Ja, Marco Richter Nackentattoo. Das ist interessant, darüber habe ich mir noch keine Gedanken. Weil Marco Richter sind nicht jetzt auch ein Fußballer, deswegen Nackentattoo ist die Antwort. Okay, genau. Also ich habe kein Tattoo, um es sagen zu können. Und dann bin ich im Freibad, habe ich den Eindruck, der Einzige. Ich bin ja fast, denke meine Güte, wie spießig bist du, du hast kein Tattoo und, und kein Piercing. Ja. Was ist das große Ziel eurer Firma Wealthpilot? Ja, wir wollen die führende Technologieunternehmen für die hybride Beratung national wie international werden. Interessierst du dich für Kunst und Kultur? Ja, ein bisschen geprägt durch meine Frau, die da sehr viel mehr Interesse reinlegt. Und wir gehen dann gemeinsam zur Ausstellung und würde aber jetzt mich nicht als Kunstexperte bezeichnen, kann immer nur sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Aber das ist ja auch Kunst, die dann zur... So ein bisschen auch vielleicht mal provozieren. Zumindest offen zu sein dafür, genau. Ja, nicht nur Money, Money, Money. Genau. Gibt es bei euch freitags immer Weißwurst und Weißbier zu essen? Wir sind hier in Bayern. Ja, ich wollte gerade sagen, die Klischees. Das ist ein Klischee, brauche ich nur als letzte Frage. Ja, aber nein, nicht jeden Freitag, aber gerne. Also wir machen schon regelmäßig mit bestellen gemeinsam Essen oder bestellen Essen, bestellen Gerichte essen. Und Essen zusammen. Das darf dann auch mal eine Weißwurst sein. Ja, sehr gut. Wunderbar. Marco, all meine Fragen sind beantwortet. Ganz herzlichen Dank dafür für das Interview. Sehr gerne. Für das Gespräch war sehr interessant. Freut mich. Wunderbar. Ich hoffe, dieses spannende Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir. Wenn du mehr über mich als Business Coach erfahren willst, geh hier oben auf das i auf thomasmücke.de, abonniere den Kanal oder schau dir ein spannenderes weiteres Interview hier auf dem Kanal an. Ich wünsche dir viel Spaß.